Hey, ist das doch der Typ von der Tankstelle. Hey. Und kann ich ihn nicht. Achso. So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I am an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you talking about religion? Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. Perhaps. Yet you take the role of the avenging angel, choosing who will live and who will die. Avenging angel? You talking about the convict? How do you know about that? Was it easier to do it, thinking nobody would ever know? The guy was a killer. If I let him go, he'd have killed again. Or worse. I did the world a favor by putting him down. You might have. But die by the sword could be a tough philosophy for a civilization that's just been undone. Look, we've lived through lots of power outages, and the thing is, the lights always come back on. You might dispel the darkness at times, but the light is never coming back. Good luck, old man. Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Ein ganz merkwürdiger Mann, aber er wusste, dass wir Racheengel gespielt haben. Das, ja. So, wir müssen weiterlaufen und zwar genau in die Richtung. Ich hoffe, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Aber ich glaube nicht, weil da scheinen die Berge relativ hoch zu sein. Obwohl, da müsste ein kleiner Pass zwischen sein. Wir gucken mal. Da hat was gejault. Schon wieder. Oh, hier ist eine Höhle. Das sieht aus wie Astrids Rucksack. Obwohl ich das vorhin schon mal gesagt habe. Zedernholz. Wir könnten das natürlich jetzt hier ein Feuerchen machen und hier übernachten, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt schon so spät ist, dass man das tun müsste. Aber ich glaube, ich bin auch schon wieder überladen, oder? Nee, noch ist okay. Achso, weil das, ja klar, weil das Seil jetzt weg ist.
Dann können wir auch wieder hier von diesen Hagebutten was abzapfen. So. 8 Stück. Gut, dann ziehen wir erstmal weiter und gucken mal. So, wo ist jetzt dieser Passweg? Weiter dahin. Das sieht aber nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist, wo man durchkommt. Oder soll das ein Wasserfall sein, der jetzt zugefroren ist? Oh, habe ich mich jetzt geduckt? Ach du je, wie stehe ich denn wieder auf? Ne, jetzt habe ich mich geduckt, okay. Ja, das war ein Satz mit X. Da kommen wir nicht durch. Halt, stopp, warte mal. Oder täuscht das nur? Ich kann das nicht richtig sehen. Kommt man da jetzt durch oder nicht? Eine blöde Karte. So. Aber ich. Nee, hier kommen wir auch nicht durch. Ach, verflixt. So was Doofes. Hä? Verdammt, jetzt bin ich zurückgelaufen. Oder wir können jetzt hier nicht außen rum latschen. Da wollen wir doch nur hin. Da muss es doch noch einen Weg geben. Ja, das muss ja das Seil sein. Das ist nicht das, wo ich runtergekommen bin, oder? Oh, ich hoffe nicht. Das wäre ja peinlich. Aber das war ja da hinten. Außerdem ist es doch abgerissen. Mit uns dran. Wir sind so da runtergeplumpst. Nee, das sieht anders aus hier. Das ist nicht von mir. So. Okay. Das sieht jetzt noch nicht gerade noch nicht wirklich besser aus hier. Ach doch, hier kommen wir rüber. Oh je. Das wäre ja nichts für mich im echten Leben. Absolut und überhaupt nicht. Würde ich das machen, mich darüber zu balancieren. Nee, nee, nee. So. Dann müssen wir jetzt da lang. Es ist aber auch nichts zu sehen hier. Nichts in der Nähe. Nichts. Gar nichts. Ich bin gespannt, was da jetzt ist, wenn wir da hinkommen. Ich vermute aber mal, dass es nicht Astrid ist, die wir da finden werden. Aber ein wundervoller Wasserfall. Der noch nicht zugefroren ist. Ja gut, die Effekte sind schon, ja, cool. Kann man eigentlich einbrechen? Im Eis? Geht das? Ich hoffe, es passiert mir nicht. Ich möchte nochmal erwähnen, dass wir keine Schusswaffe besitzen. Kommt ein Wolf, sind wir tot.
ich hoffe, dass der Weg wenigstens der richtige ist. Ganz schön windig hier. Was? Ja, die Pflanze hier wegnehmen oder was? Noch ein Wasserfall. Oh nee, müssen wir da hoch? Na toll, wie ungünstig. Das heißt nicht, wir sind hier umsonst lang gelaufen. Ich wollte sagen, danke Large, deshalb hat sich das gerade so merkwürdig angehört. Floppy Copy, moin. Herzlich willkommen, ich kenne deinen Namen noch nicht, du bist neu. So. Kannst du mir sagen, wie ich jetzt hier lang komme, wie ich jetzt dahin komme, wo ich hin will? Ich möchte dorthin. Aber ich glaube, ich bin noch eine Etage zu tief oder ich bin eine Etage zu hoch. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das ist alles ein bisschen blöd hier.